Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Wir, ja, weiß ich nicht, ob wir es noch schaffen. 70 Energie hat die Kollegin hier noch. Ich hoffe es, dass wir es irgendwie schaffen. Schauen wir mal. Können mit ihm nichts mehr machen, außer noch einen Trank nehmen. Unsere Heiltränke gehen auch langsam zur Neige. Von der Spinnenkönigin. Schön, Kalach ist jetzt auch blattig. Wir werden es wohl nicht schaffen. Das hat so lange gedauert. Ah, Mist. Das bedeutet aber, wenn wir den Kampf nicht schaffen, dann gehen wir woanders hin und müssen später wiederkommen, weil... Ja, sehr viel besser können wir es nun auch nicht mehr machen. Wie, nicht genügend Bewegungspunkte? Der kann nicht hier hochspringen? Sieht so aus. Wo ist denn die Spinne? Können wir sie von... Können wir den von hier treffen, wenn wir hier drauf klettern? Of course. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, es macht nichts, wenn wir jetzt den Kampf nicht schaffen und dann wieder zurückkehren müssen irgendwann später, weil ja jeder Kampf bedeutet ja auch Lernen, bedeutet ja auch Weiterentwicklung. So, es gibt keinen Zauber, den ich hier sinnvoll jetzt einsetzen kann. Halte sofort, sowie als Bonusaktion am Ende jedes deiner Züge Spurt, bis dieser Zauber endet. Na, das brauche ich jetzt nicht. Wir müssen irgendjemanden aufhelfen, aber dann machen wir halt keinen Schaden mehr. Ich glaube nicht, dass wir das noch irgendwie schaffen können. Ich wüsste nicht wie. Dann noch 68. Das ist schlecht. Eingesponnen. So. Wir können jetzt noch einen Heiltrank nehmen. Das war's. Wir haben aber zu viel Energie. Es lohnt sich gar nicht, mit ihm jetzt einen Heiltrank zu nehmen. Schattenherz, die kann nichts machen außer göttliches Gespür. Ah ja, und ein Heiltrank. Ach doch, sie kann einen Tick laufen. Bonusaktion und Heiltrank ist auch Bonusaktion. Das geht natürlich nicht. Ich will aber auch nicht durch dieses blöde Gift laufen. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Okay. Okay, sie greift nicht intelligent an, sondern durcheinander. Das ist zumindest schon mal gut. Das hat sie willplatt gemacht. Und jetzt ist sie auch so nah dran, dass wir wohl... Nein, noch lange nicht. Mist. 18 Meter. Gibt auf jeden Fall keinen Zauber, der irgendwie bis jetzt länger als 18 Meter, wenn ich das richtig gesehen habe, springen. Wenn wie nah muss ich denn da ranlaufen? Eingesponnen. Oh, da spinnt sich aber auch ständig ein, ey. Das reicht immer noch nicht. Mist. Ich glaube, es gibt nichts, was ich jetzt machen kann, ohne oder außer noch diese Spiegelbilder. Damit verbrauche ich aber dann halt mein sengender Strahl, den ich eigentlich gerne einsetzen würde gegen die Spinne. Gelächter geht auch nur 18 Meter. Ich kann nichts machen. Könnte
Könnten ihr jetzt helfen? Damit versorgen wir, dann aber wieder dafür, dass wir nicht angreifen können. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Wir müssen eigentlich unseren Zauberer holen. So. Sie kann auch einen Heiltrank nehmen. Sie hat noch 4 Heiltränke, immerhin. Ich kann einen Knaufschlag machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der funktioniert, ist ja ultra gering. Benommen bedeutet... Ist bei Weisheitsrettungswürfen im Nachteil, kann keine Reaktion ausführen und verliert den Geschicklichkeitsbonus auf die... Ja, toll. Trank. Na, rangehen, falls die Spinne irgendwas Dummes macht. Was sie bisher nicht getan hat. Und hoffen, dass wir jetzt irgendwie... Oh, kritischer Treffer, ey. Okay. 45% nur, aber was will ich machen? Melfsäurepfeil geht auf mehrere. Versetze eine Kreatur verlachen in den Zustand liegen. Das wäre natürlich genial. Wollen wir das mal versuchen? 50%. Ich glaube, das probiere ich. Liegend wäre richtig gut jetzt. Ja! Sie liegt! Sie liegt! Sie liegt. Nice. Noch näher ran. Dann können wir nichts mehr machen. Grässliches Gelächter. Aber sie kann das jetzt immer aufheben, wenn wir sie angreifen, ne? Die betroffene Kreatur kann sich nicht bewegen, keine Aktion und Bonusaktion oder Reaktion ausführen und ist bei Stärke- und Geschicklichkeitsrettungswürfen im Nachteil. Angriffswürfe gegen sie im Abstand. Am Ende ihres Zuges oder wenn Kreaturen Schaden erleidet, kann sie versuchen, den Effekt zu beenden. Ja, das ist es. Dann müssen wir jetzt hier erstmal helfen, damit die erstmal eine Runde vor Lachen liegen bleibt. Noch einen Trank nehmen. Oh, sie hat keinen Trank mehr. Sie kann sich nicht mehr heilen. Sie kann sich nicht mehr heilen. Sie hat gar nichts mehr, außer dieses blöde göttliche Gespür. Was uns nichts bringt. Es ist weder eine Monstrosität. Ja. Oh, Mist. Also müssen wir sie angreifen und hoffen. Ach nee, wir können jetzt gar nicht angreifen. Könnten sie stoßen, aber dann wäre sie ja weg. Das, also dann wird sie vielleicht runterfallen. Das bringt uns auch nichts. So, ja, jetzt müssen wir einfach Schaden machen, oder? Also, ihm jetzt noch versuchen aufzuhelfen. Ich meine, wir könnten halt auch versuchen, ihn aufzuhelfen und alle durchzuheilen, soweit wie es geht, und dann erst anzugreifen. Wir versuchen das mal. Okay. Er kann sich nicht mehr heilen. Er kann. Ja doch, er kann sich noch heilen mit einem Heiltrank. Oh, 5. So, jetzt ist die Frage: Greifen wir jetzt? Oh, sie kann heilen. Sie kann heilen. Hand auflegen. Es ist wahrscheinlich besser, Kallach zu heilen, weil wenn ich sie jetzt selber heile, dann ist sie trotzdem tot mit einem Angriff, der funktioniert. Also heilen wir Kallach. So. Erbe von Avernus, jetzt ist sie dran. Come on, bitte funktionieren. Fehlschlag, klasse.
Toll, und jetzt kann sie wieder angreifen. Mist! Nur noch 56. Oh, nice, wir haben es sogar geschafft, ohne dass wir verletzt, dass wir eingesponnen wurden. This is my time. Er kann heilen 3 bis 10, aber wenn die uns trifft, sind wir trotzdem tot normalerweise. Normaler Pfeil macht 5 bis 10, der macht 6 bis 14. Ich glaube, dann nehme ich den einfach, damit er mehr Schaden macht. Hier 1-2. Koloss schlechter. Nekrotischer Schaden. Ja, aber es waren noch 3 Schaden, die er gemacht hat, oder? Wurde getroffen. 4. 1-2. Ach, keine Ahnung. Getroffen ist getroffen. Wiederholen ist gestohlen. Jetzt können wir noch Schwung machen. Was macht das? Betroffene Kreatur ist bei Stärke- und Geschicklichkeitswürfen im Nachteil und Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil. 75%. Rettungswurf gelungen. Klasse. Dann wird es wahrscheinlich auch sterben. Nach 48, aber ich denke, wir werden es nicht schaffen. Es wird so knapp sein, ey. Bedeutet aber auch, dass wenn wir Level 4 sind, das wahrscheinlich reicht. So, sie kann nochmal Erbe von Avernus machen, weil es wohl nicht funktioniert hat. Triff bitte. Kritischer Fehlschlag. Klasse. Dann machen wir noch den Knaufschlag. Benommen. Immerhin. Sie ist benommen. Was bedeutet das wieder? Ich vergesse mal alles, ey. Ist bei Weisheitsrettungswurf im Nachteil, kann keine Reaktion ausführen und verliert den Geschicklichkeitsbonus auf die Rüstungsklasse. Warte, okay, okay. Die trifft aber halt auch immer, ey. So, wir haben jetzt nur noch Zauber, die nicht gut sind, wenn andere Leute dastehen. Das ist schlecht. Oder natürlich der Feuerpfeil, aber ich würde halt gerne Eismesser einsetzen, aber es wird dumm. 4. Alright, Karlak, it's go time. Come on, jetzt treff bitte, ey. 75 wegen benommen, sehr gut. Und jetzt brennt sie auch. Wie lange? Oh, 10 Runden, nice. Vielleicht schaffen wir es doch noch, vielleicht schaffen wir es doch noch. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Fehlschlag! Boom! Oh nein, sie ist gestorben. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, dass sie gestorben ist. Muss ich überlegen, was mache ich jetzt? Gone with the weave. Oh, es geht nicht. Ich glaube, sie bekommen keine Erfahrungspunkte, wenn ich sie nicht mit dieser Schriftrolle heile. Kann ich mir das wirklich leisten, auf den Angriff zu verzichten? Ich glaube, es ist wichtiger, sie umzubringen. Wir können sie ja auch danach noch retten. Diese Kreatur ist tot. Wiederbeleben zu wirken kann helfen. Ich weiß halt nicht, sie bekommt wahrscheinlich keine Erfahrungspunkte, wenn sie tot ist, während wir die hier besiegen. Ich bin mir echt unsicher. Oh, vielleicht greife ich erstmal mit Gale an und schaue dann, was passiert. Nichts. Wie viel hat sie denn noch? 29. Ah, sie trifft halt auch so selten. Ich meine, wir machen ein bisschen Schaden durch dieses Feuer. Wir könnten halt Eismesser machen, wir selber Schaden. Wir könnten brennende Hände nehmen. Das hat entsprechende. Aber treffen wir da auch Will wieder? Ja. Oh.
Wiederbelebt wird man ja nur mit einem Punkt, ne? Genau, mit einem Trefferpunkt. Das bringt mir auch nicht so viel, dann ist die direkt wieder tot. Oh, ich mache brennende Hände. Ich muss noch gucken, dass Will nicht getroffen wird. So. 7. Die brennt aber noch, oder? Wieso brennt die denn nicht mehr? Ich denke, dieses Versengen geht 10 Runden. Was denn nun? Bis zum Zug nach... Ach so, die hatten den Rettungswurf geschafft. Ah. 22, come on, 22. Das werden wir jetzt wohl schaffen, ey. 11, 8. Nicht gut, nicht gut. Ignis. 17. Kritischer Treffer. Sie hat noch 5. Sie hat noch 5, Freunde. Sie hat noch 5. Sie hat noch 5. Sie hat noch 5. 5 hat sie noch. 50. 20. 20. Ja! Wir haben es geschafft. So. Jetzt schnell mal ihm helfen. Dann wiederbeleben. Nein, nicht looten. Wiederbeleben. Oh, kommt her. Wie Ziel ist blockiert. I'm not going to last much longer. Was? Weil sie vergiftet ist. Aber wollt ihr mich verarschen, verdammt nochmal. Ja, die Spinne ist im Weg. Ei. Oh, auf jeden Fall nicht möglich, zu schwer. Oh, ihr sollt einfach nur sie berühren. Wollt ihr mich jetzt... Das gibt's doch nicht. Gruppierung aufheben, Angriff. Ich raste gleich aus, wenn ich die jetzt nicht wiederbeleben kann, ey. Wenn ich dir nicht helfen kann. Ach du Scheiße. Ey! Wie mache ich das denn jetzt? Diese dumme Spinne ist im Weg. Und ich kann sie nicht aufheben und wegschmeißen. Kann ich irgendwie... Geht das? Ich raste aus, ey. Ich habe doch jetzt nicht umsonst diesen schweren Kampf gemacht, um das nicht hinzubekommen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe sogar ihr Zeichen hier. Will also Charaktere außerhalb von Kämpfen durch einen Umriss oder Kreis markiert werden? Oh, fuck you. Fuck, fuck, fuck! Irgendwie muss das doch möglich sein. Ey, das ist doch nicht... Muss ich jetzt warten, dass sie sich selber heilt? Ja, ich will dir ja helfen. Wie soll ich dir denn helfen? Wie soll ich dir denn... Wie soll ich dir denn helfen? Sie ist wieder gestorben, ey. Ey, was kann man denn bitte für ein Pech haben, dass die genau in dieser blöden Riesenspinne stirbt? Und ich kann sie jetzt auch nicht wiederbeleben, weil ich sie ja nicht sehe.
hier? Die wollen immer diese blöde Spinne als Ziel nehmen. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ich jetzt nochmal laden muss vor diesem Kampf, dass wir diesen Kampf zu einem anderen Zeitpunkt nochmal machen, wenn wir alle ein höheres Level haben. Das ist jetzt quasi die Konsequenz daraus. Da habe ich mir so eine Mühe gegeben bei dem Spiel und gegen, also was heißt bei dem Spiel? Bei dem Kampf. Und jetzt ist es, weil die nicht dran gedacht haben, ey, wenn da eine große Kreatur drüber liegt, dann sind die nicht mehr in der Lage, die zu sehen. Was? Wie? Hä? Wie jetzt alle Level 4 sind, außer sie und wir aber auch nicht mal an sie rankommen. Ja, komm, ich gebe auf. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich aufnehme. Ich vergesse noch meinen Timer einzustellen. Aber ich glaube, 20 Minuten sind es bestimmt. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Wir machen diesen langen, schönen Kampf später nochmal. Zeitigstens, wenn wir Level 4 sind. Bis dahin, macht's gut. Euer Paxis, bleibt cool.